Wie helfe ich anderen am effektivsten? Die Antwort auf diese Frage werdet ihr, meine Lieben, vielleicht noch nie so gehört haben. Also dann. Am effektivsten hilft man anderen, wenn man klar bewusst, gleichmütig, fast kalt, aber präzise, alles tut, um das Leid des anderen zu lindern oder zu mildern. Wer anderen zu sehr von eigener Emotion durchwühlt hilft, hilft oft nicht effektiv genug, weil er urteilend hilft. Dies tut er, weil er die wahren Zusammenhänge nicht kennt. Zuvor noch ein Beispiel. Ein Arzt, der plötzlich die eigene schwer verletzte oder schwer kranke geliebte Frau operieren soll, wird oder würde meist versuchen, diese Arbeit einem anderen Arzt zuzuteilen. Das habe ich schon von vielen Ärzten gehört. Die Emotion würde einem solchen im Wege stehen. Er könnte vielleicht nicht mehr klar denkend und handelnd helfen. Denn beim Operieren, bei einem chirurgischen Eingriff, da muss man ja Millimeter, Zehntelmillimeterweise arbeiten und ganz klar konzentriert denken und schneiden und nähen und Organe herausnehmen, zusammenfügen und so weiter. Das könnte ein solcher oft nicht tun, wenn er wüsste, da vor mir liegt meine geliebte Frau und wenn ich einen Fehler mache, dann stirbt die vielleicht. Das ist für viele Ärzte ein Problem. Und das, meine Lieben, das ist genau das Problem der meisten von tiefem Mitleid und von Emotionen erfüllten Menschen, welche anderen helfen. Sie tun es und fügen sich selbst oft Leid zu, weil sie das Leid der anderen erdrückt. Ich kenne eine Intensivstationsschwester, welche Alkoholikerin wurde, weil sie das Leid nicht mehr ertragen konnte, mit dem sie jeden Tag konfrontiert war. Am Schluss musste sie ganz aufgeben, konnte dem Patienten nicht mehr helfen, war also keine effektive Hilfe mehr, ja überhaupt keine Hilfe mehr. Wie könnte man nun die Emotionsbarriere überwinden und urteilsfrei helfen? Und zwar den Pflanzen, Tieren und Menschen, ohne daran irgendwann einmal zu zerbrechen. Das kann nur jemand, der die Lehre des Buddha bzw. des Buchs des Lichts kennt, sich intensiv damit befasst. Ein weiteres Beispiel dafür, wie man sich sehr schnell irren kann, wenn man etwas sieht und urteilt. Wir sehen auf der Straße, wie ein Mann einen anderen erschießt. Der sagt, knie nieder und hält ihm die Pistole an den Kopf. Das ist natürlich etwas Furchtbares. Ganz klar, dass wir sagen, was fällt dem ein? Unerhört, dieser Mörder, ja? Jetzt kommt's. Hätten wir gewusst, dass der andere, den er gerade erschießt, dass der vor einer Stunde die ganze Familie dieses Mannes ausgelöscht hat, der ihn jetzt auf der Straße gesehen hat und ihn seinerseits erschießt, in dem Wissen auch. Würdet ihr dann genauso urteilen? Beide Urteile wären falsch. Wenn ihr urteilen würdet, ja, der hat ja vorher die gesamte Familie ermordet und jetzt erschießt ihn der andere, naja, das kann man verstehen. Oder wenn ihr urteilen würdet, weil ihr das nicht wisst, der eine, der ist böse, weil er den erschießt, beides ist ein nicht zutreffendes Urteil eigentlich. Und deshalb heißt es ja auch, man soll eigentlich nicht urteilen. Ja? Denn alles hat seine Ursache und Wirkung. PS, meine Lieben, und was viele nicht wissen, Menschen, die in diesem Leben die Gelegenheit bekommen, anderen zu helfen, sei es Steinen, Pflanzen, Tieren, Menschen, also der Umgebung, der Umwelt oder seiner Lebewesen, das waren oft solche, die in gleicher Weise Leid zugefügt haben. Jetzt können sie ihr Karma abbauen, indem sie helfen. Es möge sich jeder zu Bewusstsein führen, der vielleicht zu schnell urteilt und sagt, ich bin gut und habe Mitleid mit allen, aber die sind böse. Oft ist es so, dass jene, die anderen Leid zugefügt haben, die Möglichkeit und Gelegenheit von den Lipika bekommen, jetzt zu helfen. Vergesst das nicht.